Hey Leute, ich bin Sven und heute zocke ich mal ein CSGO-Tech-Pack. Und zwar, wie man schon am Sound hören kann, hat man natürlich hier die CSGO-Sounds und Let's Roll sogar. Also wirklich alles mega cool gemacht. Da hat schon direkt ein Schwert und wenn man sich jetzt mal hier so hittet, dann hört man zum Beispiel auch die Knife-Sounds und jetzt direkt den Kill-Sound. Also ist wirklich ein mega geniales CSGO-Tech-Pack. Man hat zum Beispiel auch den AWP-Sound von dem Bogen. Also ist es wirklich das beste Tech-Pack so von CSGO, wie ich finde. Ich habe ja schon viele vorgestellt und zum Glück habe ich den jetzt bekommen. Hier haben wir eine AWP, sehr nice. Sieht auch wirklich mega geil aus. Wenn wir hier mal zoomen, dann sieht es auch wirklich mega geil aus. Man hat natürlich auch den originalen Sound davon und es ist wirklich, lol, den habe ich sogar gekillt. Ziemlich verwirrend mit dem Tech-Pack hier zu zocken. Auch wenn jetzt wieder viele schreien, man sollte sich doch CSGO holen und man sollte kein C... Und den habe ich jetzt One-Hit abgestaubt, das tut mir ein bisschen leid. Also man sollte sich kein CSGO-Tech-Pack hier in Minecraft suchen, sondern echt mal nur CSGO spielen. Man kann es trotzdem mal just for fun ausprobieren, weil es einfach so nice ist. Und ich stelle euch natürlich auch noch gleich so alle anderen Schwerter vor nach der Runde hier. Momentan hier zum Beispiel... Und ich wurde gekillt. Direkt die nächste Runde, so sieht zum Beispiel die Kiste aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Schwerter, die wir hier so finden werden. Und natürlich zeige ich euch auch jetzt noch gleich alle anderen Schwerter. Und vielleicht ist hier noch was in der Kiste. Jawohl, sehr schön. Ein Steinschwert zum Beispiel auch. Okay, und eine Angel, die auch eine coole Textur hat. Und dann gehen wir gleich mal auf den ersten Gegner hier drauf, der auch schon ein bisschen besser ausgerüstet ist. Auch die Angel hat wirklich das Geräusch von der AWP, was jetzt nicht so nice ist. Aber okay, komm, den haben wir bekommen. Jawohl, dann kommt der nächste hier. Man hat die Schwertsounds. Und das kann echt schon abfucken, wenn man besonders oft mit der Angel spielt. Aber gut, was soll's. Einfach C4 als TNT ist auch wirklich cool gemacht. Und wir ballern hier einfach mal so ein bisschen TNT hin. Und mal schauen, ob der stirbt. Nee, leider nicht. Okay, jetzt ist er gestorben. Wie gesagt, ich gehe auch gleich in die Tech-Track-Map. Und dann werde ich euch natürlich auch noch alle Waffen genauer zeigen. Und auch ein paar Blöcke. Das Besondere wirklich bei diesem Tech-Track ist, man hat viele, viele Sounds davon. Und zusätzlich noch animierte Schwerter. Also auch wirklich krass, was man bei keinem CSGO-Tech-Track bisher gesehen hat. Und dann zusätzlich noch ein paar Items in 3D. Und das werden wir dann auch nochmal genauer jetzt sehen. Also gleich, eher gesagt. Und so, da ist der nächste. Wir haben hier echt schon gerade ein bisschen rasiert in der Runde und vielleicht bekommen wir den noch. Ich bin gespannt und irgendwie kann ich den gerade nicht hitten. Okay, und ich hab einen Bogen. Oh Leute, ich habe ein Herz, bitte nicht sterben und nice. Gehen einfach mal trotzdem auf ihn drauf. Vielleicht ist er auch ein bisschen lower als wir, was ich aber glaube ich nicht denke. Deswegen, ja komm, rennen wir noch mal ein bisschen weg. Ich will auf Nummer sicher gehen, nochmal ein Gap essen und so, vielleicht traut er sich jetzt drauf. Ah, okay. Alter, die Sounds wirklich, wie sich die anhören. Und komm schon, bitte, bitte. Oh, das wird zwar ziemlich knapp, aber... Oh, Alter, ich habe fast gedacht, ich bin gestorben. Okay, aber das Deathmatch ging los. Kann ich den hier rüber hitten? Okay, nein, schade. Hat er sogar selber erst wieder 4 Herzen. Das heißt, wir hatten ihn, glaube ich, vor dem Deathmatch auch ziemlich low. Aber das war so jetzt erstmal zu den 2 Runden Quick SG. Und jetzt zeige ich euch natürlich so alles genau von diesem Tech-Track. Wir fangen natürlich wie immer an. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne bei dem Macher vorbeischauen. Würde mich natürlich freuen. Der Download-Link sowie der Macher sind unten in der Videobeschreibung. Und das kennt man auch sicherlich auch von CSGO. Ganz einfach, das ist hier ein Gemälde. Es gibt natürlich aber auch noch wirklich weiteres Cooles zu entdecken. Zwar hat man hier so ein bisschen ja UHC-Erze drin. Auch coole Lava, die sieht wirklich cool aus. Ein bisschen Rüstung und hier sieht man zum Beispiel auch bei der Goldrüstung, Eisen- und Dierrüstung, dass da am Helm ein bisschen was verändert wurde. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Schwertern und jetzt zeige ich euch erstmal alle Schwerter. Und zwar sind es natürlich Messer von CSGO und zwar hier einmal das Holzschwert, was so aussieht, auch mit einer coolen Animation wirklich. Das Goldschwert sieht so aus, auch mit einer weißen Animation, die immer wieder drüber geht und auch so einer kleinen Feueranimation. Das Steinschwert sieht so aus, auch nochmal mit einer etwas anderen Animation, also wirklich jede Animation ist so ein bisschen anders. Hier das Eisenschwert, was nur so eine weiße Animation hat und zu guter Letzt das Dierschwert, was wirklich am coolsten aussieht, wie ich finde. Und dann gehen wir hier mal weiter zu dem Bogen. Und natürlich hat man hier die 3D-AWP und das sieht doch echt mega geil aus, besonders hier in 3D. Wir schießen mal und dann hat man hier natürlich dieses Fadenkreuz, was auch so ein bisschen wackelt und somit können wir eigentlich relativ genau auf die Gegner schießen. Man hat auch diesen Sound hier, dann hier diese Munition und die Angel sieht so aus, die auch so eine kleine Hyper-Beast-Textur hat. Dann gehen wir mal weiter zu dem Feuerzeug und das ist so ein Molotov-Cocktail, auch cool. Dann hier diese Enderperle und diese Partikel sehen so aus, ganz normale Sternpartikel, die man natürlich auch von anderen Tech-Specs kennt. So sieht der Goldapfel aus, nicht animiert und allgemein ist es gerade so ein bisschen kontrastreicher gemacht worden. Das Wasser, finde ich, geht auch ganz klar. Und dann gehen wir mal in den Game Mode 0 und schauen uns die Herzen an, die man natürlich auch schon vorhin gesehen hat. Auch die Hungersleiste sieht eigentlich ganz cool aus und wir schauen uns mal die Crit-Partikel an. Die kann man auf jeden Fall auch ganz gut erkennen. Einfach rote Stern-Crit-Partikel. Natürlich haben wir auch in diesem Tech-Pack Low Fire. Und zwar sieht es so aus. Auch relativ cool, wie sich das anhört, wenn man Schaden bekommt. So sehen die Wasserpartikel aus. Dann natürlich haben wir hier noch einen coolen Tag, auch mit so einer coolen Sonne. Und dann noch zu guter Letzt diese Nacht hier, die so aussieht. Und die sieht auch wirklich cool aus mit diesen Wolken in der Nacht. Und dann auch noch diesen Mond dazu. Und dann machen wir einfach nochmal eine Runde Quick SG. Und Leute, beschwert euch nicht über dieses Tech-Pack, nur weil es CSGO-Sachen beinhaltet. Ich glaube, es gibt wirklich andere Sachen, worüber sich man eher beschweren sollte. Also, wer das ausprobieren möchte, der kann das natürlich gerne mal machen. Und sich auch genau nochmal das Tech-Pack anschauen. Und wir sollten den doch bekommen, oder? Der ist doch jetzt... Okay, so, den haben wir schon mal. Okay, die Brustplatte hier anziehen und weiter geht's. Man muss sich natürlich auch an das Tech-Pack gewöhnen. Und ich will es auch nicht so privat selber mal zocken. Aber um das mal auszuprobieren, um wirklich das
einmal so zu zocken, kann man das auf jeden Fall mal machen. Und Speaker, Bro, renn mich weg, mein Freund. Nice, den haben wir auch. Ja, den hauen wir da mal runter, oder? Jawohl, nice, den haben wir da runtergehauen. Denkt er, da kann da oben campen, der Freund? Nee, nee. Also das Einzige, das Textpack ist wirklich mega cool. Ich habe ja auch schon mal andere Textpacks von CSGO auf meinem Channel vorgestellt. Das könnt ihr euch natürlich auch selber nochmal gerne anschauen. Und wir haben beide nice mit One-Hit gekillt. Aber das Textpack ist wirklich mit Abstand das Beste. Nur was wirklich abfuckt, ist halt der Sound. Von der Angel allgemein hat man so viele Sounds hier in dem Textpack und Soundpacks auch allgemein. War ja ich jetzt nicht so und da ist einfach what the fuck an dem TNT gestorben. Aber ich glaube, habe ich einen Kill bekommen? Ich glaube schon. Wir haben schon 6 Kills. Und komm, den sollten wir hier auch noch bekommen. Nice. 58 Schüsse hier für die wunderschöne AWP. Der hat auch so ein bisschen C4, der hier das, okay, plantet. Nicht, dass er noch selber in seinem C4 stirbt. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich sehe da sogar ein Eisenschwert. Also da muss man echt drauf achten, welches Knife man gerade hat. Da vorne ist noch einer. Wir haben 8 Kills. Das heißt, wir könnten es noch schaffen, die Hälfte von der Runde hier zu killen. Das wäre doch ein guter Abschluss. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt auf den. Und ich hoffe mal, dass der nicht lange wegrennt, sondern direkt auf mich geht. Und dass der andere vielleicht nicht so unbedingt abstaubt. Und komm, bitte lass mich den killen. Ich glaube, hat der den Kill bekommen? Oh, oh. Das könnte ein bisschen knapp aussehen. Nein, der killt mich jetzt. Der killt mich jetzt nicht ernsthaft, oder? Okay, wir müssen wegrennen. Okay. So, der hat mich mit Pfeilen abgeschossen, zum Glück. Oh, shit, das war ziemlich knapp. Und leider hat er den bekommen. Sehe ich hier gerade 8 Kills. Schade, aber wir könnten den noch bekommen. Und das war unser Fehler, glaube ich, hier mit dem TNT auf ihn zu gehen. Der ist nochmal ein Goldapfel. Bitte. Wie viel Leben hat er noch? Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr Leben als ich. Und ich habe die Runde gewonnen. Nice, mit 9 Kills. Das war so zu diesem Textpack. Ihr könnt es natürlich auch selber mal gerne ausprobieren und natürlich bei dem Macher vorbeischauen. Beide Links dazu unten in der Videobeschreibung. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.